weiter. Ich hoffe, Sie haben sich gut gestärkt, damit Sie unsere, sagen wir, zweite Halbzeit gut durchgehen. Bei unserem diesjährigen Motto, The Show Must Go On, haben sich dieses Jahr viele Bewerber gemeldet. Denn zu diesem Thema kann ja jeder was sagen. Und wie ich ja jetzt schon anfangs bei unserem Punkt, bei unserem Jährigen feststellen musste. Also, um auf den Punkt zu kommen, damit wir mit unserem Zeitrahmen nicht, damit wir den nicht sprengen, haben wir dieses Jahr eine Castingshow durchführen müssen. Und zwar eine knallharte Castingshow. Denn nur die Besten konnten natürlich heute Abend auf der Bühne stehen. Und damit Sie schon mal zum Miterleben können, wie das in so einer knallharten Castingshow abläuft, dürfen Sie jetzt einmal zuschauen. Die Mitwirkenden sind schon ganz aufgeregt und begrüßen Sie jetzt zunächst mit mir die Jury mit einem großen Applaus. Castingshow für Landsweiler, Klappe die erste! Thank you.
war ja eher so von der Bewegung her wie so rumänische Tanzbären, die zu lange im spätischen Winterschlaf waren. Die Männer konnten nicht und die Hupfdohlen da vorne, die wollten nicht. Euer Pippi Langstrumpf von Tommy und Annika mit mehr Performance. Simi, was meinst du? Also, ich weiß nicht, was du denn gesehen hast. Wir waren gestern Abend in Talexia, das war eine Katastrophe. Also, ihr habt so eine tolle Ausstrahlung, das hat mich echt beeindruckt. Richtig toll, richtig toll. Ihr könnt draußen in der Lobby warten, wir geben euch dann wieder Bescheid. Dankeschön. Michael Jackson.
Dankeschön. Ja, ihr habt versucht, ein bisschen was zu performen. Ist leider nicht so geglückt. Der linken Seite nicht ganz retten. Hat so ein bisschen das Gefühl, ihr habt mit Michael Jackson in einem Grab gelegen, habt euch überlegt, der schon länger tot ist. Und von mir hat keine Punkte gesehen, wie was meinst du? Camilla, Camilla, kannst du uns mal bitte den letzten Show reinbringen? Hallo. Die Nummer 44, Queens. Einer Meinung. Grease ist so ein toller Film. Ihr habt so spitze
richtiger Tanzer kriegt man echt Bewegung in die Hüfte. Ich bin da wirklich mal mit Italiener, mein, das war hammermäßig. Pamela, bring uns bitte mal alle Show-Acts rein. Ein großer Applaus für alle Show-Acts. Ekstase sein. Ich muss sagen, ja, zum Teil waren das hier wirklich hammermäßige Auftritte. Ich könnte mir vorstellen, dass man da viel Kohle mitmachen kann, gell, du Schwarze? Ja? So, Simi, was sagst du da dazu? Ich weiß nicht, was geht ab heute, sonst redet sie viel mehr. Wir freuen uns echt, dass wir da waren. Sie haben gerade eben geredet, wir können uns überhaupt gar nicht entscheiden und haben daher beschlossen, wir werden euch alle mitnehmen auf die Kappensitzung und natürlich auch auf den Phasenumzug. Seid ihr damit einverstanden? Junge Gemüse, das wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz hören, weil das war toll. Wenn ich auch sehr befürworte, wenn ich das, ja. Ja, das ist mir klar, dass du das junge Gemüse noch mal hören willst. Das ist mir klar. Bitte schön, Herr Kapellmeister. Yeah.
Yeah.
Und ich werde Sie heute Abend in die Welt der Rateshow entführen. Und zu jeder guten Quizshow gehören natürlich Kandidaten. Darf ich eine Meldung bitte? Und was ziehen wir dann an? Rote Wintermantel.
mir das da öffne, da schnuppe. Bei Ihren Antworten läuft es mir einfach in den Rücken runter. Ich wäre das gerne. Es fliegt, es kommt, es vögelt. Da kann ich ein Vöglein.
Jawohl! Richtig! Sie sind immer da, wo sie gebraucht werden. Diesmal von Chili.